Herzlich willkommen zum Mental High Performance Podcast, der Podcast für massive geistige Energie, Freiheit und ein gutes Leben. Unser Gehirn ist bemerkenswert. Bemerkenswert gut darin, Energie zu sparen, ohne dass wir es überhaupt merken. Und ich möchte heute mit dir über einen Mechanismus deines Gehirns sprechen. Und zwar ist es der Ersetzungsmechanismus oder in der Psychologie auch die Vereinfachungsheuristik genannt. Wir bleiben aber bei Ersetzung. Wir müssen keine Fachwörter nutzen, wenn wir sie nicht zwingend brauchen. Und zwar geht es hier darum, manchmal haben wir Fragen, da fällt uns scheinbar nicht auf Anhieb eine Lösung ein. Gerade wenn wir bedenken, unser Gehirn kann kein exponentielles Wachstum, keine Wahrscheinlichkeiten intuitiv berechnen. Trotzdem können wir Wahrscheinlichkeiten einschätzen. Wenn ich jemanden frage, für wie wahrscheinlich hältst du es eigentlich, dass es heute noch regnet, dann gibt der mir eine Antwort. Wenn ich jemanden frage, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass dieser Politiker seinen Job gut macht, dann hat der, je nachdem wen ich frage, auch eine Stunde lang gute oder weniger gute Antworten für mich. Allerdings ist es hier nicht so, dass wir dann sachlich bewertet haben, was ist eigentlich gute Politik. Darüber haben wir uns noch gar nicht irgendwie festgelegt. Trotzdem geht das. Und es gibt hier einen ganz einfachen Weg. Wir ersetzen die Frage. Das machen wir unterbewusst. Und achte da mal drauf, das ist ein extrem wichtiger Wahrnehmungsfehler. Wenn du den erkennst und den auch regelmäßig vermeidest, gehörst du schon geistig zu den oberen 90% der Menschheit. Denn unser Gehirn hat einen Spruch, der an sich cool ist, den ich auch gerne verwende, aber eben nur bewusst. Und zwar sagt unser Gehirn, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, dann gibt es irgendwo ein einfacheres Problem, das du lösen kannst. Und das suche ich. Und das ist eigentlich eine coole Einstellung. Aber wenn dann zum Beispiel eine Frage kommt, wie viel bin ich bereit für mein Auto auszugeben, dann folgen da keine Berechnungen, Arbeitsweg im Verhältnis zu und jährliche Kilometer, sondern dann wird meistens nur, wie geil sieht das Auto aus, was für Funktionen hat man. Eine Wohnung wird um bis zu 50.000 Euro wertvoller bewertet, wenn eine Dampfdusche und ein Whirlpool im Bad sind. Nun ist es aber so, dass die einzubauen unter 10.000 Euro kostet. Das ist total irrational. Oder anderes Beispiel, wie viel bin ich bereit zu spenden, um eine bedrohte Tierart zu retten? In dem Moment stelle ich nicht die Frage, wie wichtig ist die Tierart für die Welt, für meine Wahrnehmung, wie viel Geld habe ich, sondern nur, wie sehr berührt es mich, wenn ich an dieses sterbende Tier denke. Beispielsweise, ein Nacktmull ist sicherlich genauso rettenswert wie ein Delfin. Ich möchte aber nicht mit jemandem im Wettbewerb stehen, der für Delfine Spenden einsammelt und ich muss für Nacktmulls oder für Blobfische Spenden einsammeln. Das wäre nicht fair, weil Delfine und Pinguine einfach auf der Niedlichkeitsskala weiter oben stehen und es deswegen leichter ist, diesen Effekt auszunutzen. Das ist übrigens auch ein Effekt, der bei politischen Wahlen extrem greift. Und ich meine nicht die Wale im Meer, sondern ich meine die Wahlen, die wir machen, um unsere Staatsoberhäupter zu bestimmen. Es gab eine Studie in Amerika, da hat man Leute gefragt, für wie fähig hielten sie diesen Menschen, Präsident zu werden. Und man hat alte Präsidentschaftskandidaten genommen aus ganz lang vergangenen Zeiten, noch Anfang des 20. Jahrhunderts, wo sich viele gar nicht mehr dran erinnern. Und witzigerweise, die Leute, die gesagt haben, der Mensch sieht optisch fähiger aus, der ist dann in der Vergangenheit auch der Präsident geworden. Heißt also, wir entscheiden oft gar nicht so sehr nach der Fähigkeit eines Politikers. Frag mal rum in deinem Umfeld, wenn mal wieder irgendwo Wahlen sind, wie viele Leute eigentlich das Parteiprogramm der Parteien lesen, die sie wählen. Du merkst also an der Stelle, wir entscheiden hier rational. Und deswegen stellt sich unser Gehirn nicht die Frage, wie weit wird es ein Kandidat in der Politik bringen, wie gut ist er für unser Land, sondern es ersetzt diese scheinbar schwierige Frage oder die Frage ist schwierig durch eine ganz simple. Es ersetzt sie durch die Frage, wie sympathisch ist mir dieser Politiker? Finde ich einen Punkt, der für mich auch passt? Und wenn dein Gehirn das tut, dann ist das fiese, du merkst es gar nicht. Du denkst, dass du auf die erste Frage geantwortet hast, auf die du wirklich auch die Antwort hattest. Und in Wahrheit antwortest du auf eine leichtere. Und spätestens, wenn du investierst, wird das hässlich. Denn wenn du dann die Frage hast, wie rentabel wird diese oder diese Aktie oder diese Immobilie oder dieses Online-Invest sein? Und dein Gehirn ersetzt das durch, hey, wie cool finde ich das Unternehmen? Wie hübsch ist die Immobilie? Oder wie viel Spaß macht mir dieser Online-Bereich? Dann kann das richtig, richtig teuer werden. Und es gibt Verkäufer, die setzen das ein.
Denn wir Menschen kaufen emotional und rechtfertigen das Ganze im Nachgang. Und so machen wir das auch bei diesen heuristischen Fragen, bei diesen Ersetzungsfragen. Wir haben erstmal sofort aus dem Impuls die Antwort gegeben und versuchen, diese Antwort dann im Nachgang rational zu rechtfertigen. Auch wenn wir das natürlich gar nicht können, weil es gar keine rationale Antwort war. Du merkst also, je mehr du dir bewusst wirst, wie dein Gehirn funktioniert, desto bessere Entscheidungen wirst du in deinem Leben treffen und desto mehr verstehst du die weniger guten Entscheidungen und kannst daraus lernen. Denn die Entscheidung, ob du deinen Weg im Leben gut auswählst, die liegt mit dem richtigen Wissen an jedem Tag bei dir. Mentale High Performance und Freiheit. Wenn du Fragen oder Themenwünsche für Episoden hast, dann ist hier definitiv mein YouTube-Kanal Benjamin Scholeen oder aber auch meine Webseite scholeen.ae.com eine gute Anlaufstelle, um deine Wünsche zu äußern. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.